Ich schneide mal den Rasenbier fangen an, wenn ich Hallo sage. Läuft? Sehr schön. Ja, hallo liebe Seher von CryptoTV. Hallo, ihr schon wissen, armseliges Österreich. Howdy Partners. Wie ihr seht, sitzen wir einmal mehr auf Romans Couch und damit im Epizentrum von CryptoTV. Grund ist, der Rocktober ist vorbei. Fazit ist, ja, für uns war es wirklich ein Rocktober. Wir haben unglaublich viele fossile Brennstoffe verfahren, weil wir quasi am 1. Oktober, weil es wichtig wäre, auf der WHO-Demo in Wien waren. Dann haben wir quasi einen Abstecher ins benachbarte Bayern, rund um die dortige Landtagswahl gemacht. Wer hätte es gedacht, der Söder ist natürlich immer noch der starke Mann. Trotzdem ist er ein bisschen abgestraft worden. Wir waren aber vorrangig da, weil Rocktober war. Das heißt, wir haben viel Geld für Sprit und Ticket und Sonstiges ausgegeben und haben ein bisschen gerockt und gerollt. Das Tanzbein geschwungen. Der Roman hat das Tanzbein geschwungen. Ja, dann waren wir ganz viel im Messezentrum unterwegs. Ihr wisst schon, jenem unglaublich tollen Ding, wo man es fürs Parken, wenn man die den dortigen Parkplatz nutzt, unglaublich viel Geld ablegen muss, obwohl man ein Ticket für die Veranstaltung im Messezentrum selber hat. Wir waren da zum Beispiel auf der Classic Expo, wir waren da auf der Wildstyle und Tattoo. Selbige ist erwartungsgemäß so ausgefallen, wie Wildstyle heute in Österreich ausschaut. Ein bisschen kommerzialisiert, preislich zu hoch. Auch wild, ja. Schwaches Angebot, also die einzigen wirklich richtig unangepassten Klamotten haben meine Begleiter, Mitstreiter, Rock'n'Roll-Brüder und Freunde getragen. Und ja, sonst gab es halt, Regenbogen, Einhörner und küssende Glitzerschwänchen. Es gab kein Gehwessler-Tattoo und ja... Was soll ich jetzt zum Rocktober sagen? Es hat sich Tottenköpfe und Janob. Es hat sich wahrscheinlich... Ja, die spreche ich nicht an, weil das sind dann wieder so verbotene Symbole. Du weißt, irgendwann gab es da diesen Tottenkopf mit den gekreuzten Knochen. Der Forstungsschutz schaut zu, der schläft zum Stein bei den langen Reden. Heute war es immer ein bisschen munter mit sich in Schlagwörtern. Okay, also hiermit seien alle Mitzieher, die nicht aus dem Fankreis von CryptoTV sind, kopfzahltechnisch dürfen sie das ungefähr die Waage halten, also 50 schauen sie es an, weil sie unsere Sachen gut finden. Die anderen 50 sind von diversen Diensten. Ich habe an dieser Stelle, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt, wer meiner Facebook-Seite folgt, der Roman wird sie verlinken, findet da natürlich auch immer politisch Unangepasstes und natürlich damit immer wieder von Facebook, weil natürlich moralisch wertvoll, einen passenden Hinweis auf den Faktencheck. Angefangen hat das Ganze irgendwann einmal mit taiwanesischen Faktencheckern. Inzwischen gibt es da quasi auch irgendwelche mit kyrillischer Schrift, also es dürfte irgendwas aus dem Osten sein. Inzwischen habe ich dann auch noch irgendwas mit türkischen Faktencheck, also inzwischen kommen bei meinen Beiträgen schon 3 Faktenchecker zum Einsatz. Ja, wie gesagt, das kann man sich auf meiner Facebook-Seite anschauen. Die Kuh betreffend WHO ist immer noch nicht vermeist, der Roman wird da passendes Material einblenden. Aber wie gesagt, ich will mich eigentlich gar nicht so sehr im Rocktober, der wie angekündigt für uns ein bisschen ein Rocktober war, für die restliche Bevölkerung gewohnt eigentlich ein Locktober. Der Roman wird vielleicht ein bisschen erklären, was ein Locktober ist. Und ja, das ist dann wieder nicht ganz jugendfrei, aber da haben wir ja letztens ein Video mit Toiletten beendet. In diesem Sinne hätte ich gesagt, wir piep da einfach drauf. Und die lieben Kleinen schauen ja unsere Videos eh nicht. Die sind ja mehr bei TikTok und auf der Straße festgeklebt. Oder spielen dem Alter und dem Reifegrad entsprechend noch mit Kartoffelpüree und Ketchup oder so. Inzwischen haben wir den November, auch der ist wieder ein Titelmonat und wir teasen da jetzt schon mal ein bisschen. Der wird bei mir laufen unter No No November, nämlich No Money, No Peace und ja, was haben wir nun nicht? No ist andere. No Future, ne?
Was den Frieden angeht, ja, ihr habt schon mitbekommen, wir haben Konflikte an allen Ecken und Enden. Dazu werden wir in diesem Monat diverse politische Kundgebungen, Events und dergleichen besuchen und natürlich auch dokumentieren. In der Zwischenzeit ist natürlich wieder was passiert. Also zum einen ist passend zu den kühleren Tagen, bietet man wieder im Neutor bei 24 Stunden Beleuchtung ein Kinder, ja, ich will nicht sagen E-Bike, weil E-Bikes haben wenigstens nur Pedale, also so ein Kindervehikel ohne Pedale an zum Occasionspreis für knappe 900 Euro. Der Roman wird es verlinken. Ja, sonst ist auch wieder was passiert. Plötzlich und unerwartet ist ein Fußballer am Spielfeld ohne Fremdeinwirkung umgefallen. Na, wer hätte das gedacht? Wie fühlt der eigentlich schon? Ich habe keine Ahnung. Du darfst da gern weiteres Material. Ich habe halt da kürzlich diesen einen Beitrag gefunden. Drei haben einen Hodenkrebs zumindest schon gekriegt. Naja, gut, also Leute, die da umgefallen sind, plötzlich und unerwartet gibt es mehrere. Jedenfalls dem werden wir uns im November widmen. Weiters gibt's am 21. November dieses Monats ausgehend vom Oberlandesgericht in Linz, aber stattfindend in Salzburg die Berufungsverfahren, das Berufungsverfahren von Darian H. Also wer jetzt immer noch nicht weiß, wer das ist, Herr Kinderseich ist nicht zu helfen. Da ist nach wie vor Unterstützung gefragt. Wir haben ja schon gesagt, wir haben No, No, November und einer davon ist eben No Money. Und das gilt auch beim Darian, wie gesagt, so Rechtsstreitigkeiten kosten viel Geld, viel Zeit und viel Nerven. Deswegen ist das System ja auch bemüht, diese Zermürbungstaktiken anzuwenden. Und ja, deswegen wäre es schön, wenn die Community, um mit einem Anglizismus da quasi ein weiteres Mal aufzutrumpfen, Unterstützung und Solidarität leben würde. Der Roman wird nochmal das Spendenkonto verlinken. Ja, wie gesagt, wir werden den Fuck, den Checker noch diesen Monat weiter trotzen. Dieses Mal gibt's keine großen privaten Veranstaltungen, schlichtweg nicht, weil die nicht stattfinden. Es wäre zum Beispiel Ende des Monats jetzt in München ein Konzert der Slapbacks in der Peppermint Lounge gewesen. Zur Erklärung, Peppermint Lounge waren wir schon diesen Monat. Zur Erklärung, die Slapbacks sind eine österreichische Rockabilly-Band. Hätte ich mir sehr gern angeschaut, machen gute Musik. Konnte ich mir aber nicht leisten, weil ich letztendlich schon an einem Donnerstag ob der Fetischparty, die auch im Rocktober stattgefunden hat, einen Abend frei und somit aus den Rippen geschnitten habe. Und ja, inzwischen muss man, wenn man sich österreichischen Rock'n'Roll anschauen muss, nach München fahren. Möge verstehen, wer will. Wahrscheinlich wäre das aber auch für die Stadt Salzburg echt ein bisschen zu wild. Ja? Und deswegen machen wir das halt irgendwo an der Isar-Metropole. Da geht es noch besser. Ja? Das ist nämlich das wilde Deutschland. Ihr wisst schon, Ausnahmezustand und so weiter. Anderes Thema. Und das wird ja jetzt bei uns auch kommen mit dem Ausnahmezustand. Also der Wiener Zentralfriedhof hat ja jetzt kürzlich schon eine Brandattacke erlebt. Israelische Flaggen sind auch mehrfach runtergerissen worden, wie die Systemmedien immer schockiert aufschreien. Und ja, nachdem Österreich, glaube ich, gestern war es, du bist da der Journalist, gestern war es, glaube ich, oder? Bei der Abstimmung, ob einer mehr oder weniger Waffenruhe, sprich für eine Fortsetzung der humanitären Hilfe im Gazastreifen dagegen gestimmt hat, also sich quasi gegen eine Aufrechterhaltung humanitärer Hilfe und Lieferungen mit Wasser, Lebensmitteln und so weiter, da ausgesprochen hat, wird natürlich die arabische Welt, und ich füge hier meine persönliche Meinung ein, völlig zu Recht wahrscheinlich in diesem ach so toleranten, liberalen Land vielleicht ein bisschen auf die Kacke hauen. Das macht aber nichts, weil wir haben ja im Oktober auch festgestellt, auch da haben wir einen Bericht gemacht, dass das österreichische Heer mit dem Corona-Schnüffelhund zwar unter Verteidigungsministerin Danner gut aufgestellt ist, wir aber letztendlich keinen hochkriegen, also keinen Herkules, und also so einen Transportflieger zwecks der Evakuierung und so, ihr wisst,
wenn ihr nicht wisst, Romans Videos schauen oder einfach generell irgendwann einmal ein bisschen für die Welt interessieren, die euch umgibt. Wie dem auch sei, ich gehe mal davon aus, es wird ganz toll laufen, wenn, wie gesagt, die Stimmung bei uns im Land weiter nach dem Motto lustig Hammers in die Höhe getrieben wird. Dann ist zwar der Klimawandel nicht so, dass wir verglühen werden, weil im Moment hätte ich gesagt, bewegen wir uns im ganz normalen Novembermittel. Aber die Stimmung wird trotzdem aufgeheizt werden aufgrund der Entscheidungen. Entschuldigung, muss ich mich selber korrigieren. Der vielen guten Entscheidungen, die unsere Bundesregierung da täglich im Namen des Volkes, das dazu schweigt, trifft. Und deswegen hätte ich gesagt, wird es heute weitergehen. Dranbleiben bei CryptoTV auch im November. Und ja, ich würde vielleicht noch was dazu einfügen. Zuerst, wo wir die Tabelle eingeblendet haben von den Abstimmungsverfahren, dass Israel vielleicht zu den Human Rights zurückkehren sollte, nicht Bomben. Da hat Deutschland im Gegensatz zu Österreich sich der Stimme enthalten. Ja. Man sollte doch bedenken, dass jetzt diese Menschen in Gaza ja in den Süden flüchten sollen, bietet ja Israel an und dann den Süden dennoch bombardiert. Ja. Also ob das jetzt Human Rights Rechte sind, also Menschenrechte, naja, ich glaube, um dich da kurz zu unterbrechen, ich glaube, wenn wir zum Thema Menschenrechte irgendwas erwähnen wollten, dann wäre an dieser Stelle vielleicht zu sagen, dass dieser Zug, wenn die österreichische Bevölkerung denn weiterhin so unglaublich aktiv tätig ist, spätestens seit dem Jahr 2020, wo wir ja quasi Menschenrechte mit Füßen getreten haben, Grundrechte und Freiheitsrechte ausgehöhlt haben, sowieso vorbei sind. Es ist nur relativ traurig, wenn ein vermeintlich neutrales Land sich im anderen namhaften Militärkonflikt schon völlig fehl- und unneutral verhalten hat, jetzt ein weiteres Mal einen draufsetzt, wie gesagt, und da meint, humanitäre Hilfe sei nicht angebracht. Ich schäme mich einmal mehr, österreichischer Staatsbürger zu sein, ich schäme mich einmal mehr, Europäer zu sein und ich schäme mich in diesen Tagen einmal mehr, Mensch zu sein, mit den vielen Mitmenschen, die, wie gesagt, beim Street Food Festival dicht gedrängt vor dem Messezentrum am Bierbankerl sitzen Spiele, ja. Und sich, wie gesagt, bei einer Unite Parade Arschallwoggeln durch die Stadt bewegen und dergleichen. Und wenn man dann sagt, ja, weiß ich nicht, es geht um eine ORF-Haushaltsabgabe, es geht um ein vernünftiges, faires Rechtssystem, in dem nicht, weiß ich nicht, Straftäter freikommen und andere gestraft werden, weil sie unter freiem Himmel keine Maske getragen haben und so weiter, dann sagt der Österreicher immer gern, nö, ist eh vorbei und ich allein kann ja eh nichts tun. Und das erinnert mich halt einmal mehr immer daran, Macher machen und Loser finden Ausreden. Und in Österreich finden halt ganz viele Leute Ausreden, warum sie machen, was sie eben machen oder eben nicht machen, was sie tun sollten. Und somit muss ich eigentlich sagen, wir beenden diese Aussicht auf den November. Ja, da möchte ich doch noch etwas einfügen, bitte. Weil du sagst, ja, die meisten, man kann ja eh nichts tun. Roundabout, glaube 147 Staaten gibt es auf der Welt. Und bei dieser Abstimmung, nicht ganz so viel haben da nicht abgestimmt, aber 120 haben sich doch für die Waffenruhe eingesetzt. Ja. Also es könnte schon was tun und Österreich da ganz als Schlusslicht mit ganz wenigen sich für die Waffen in Israel einzusetzen, ist auch Armutszeugnis. Naja, ich muss ja generell dazu sagen, weil du da gerade die Massen erwähnt hast, in den Systemmedien ist es natürlich einmal mehr nicht angesprochen worden. Es gibt einen lustigen Beitrag dazu von der Chrissy Rieger. In London sind die Tage über 500.000 Leute auf die Straße gegangen, um für den Frieden zu demonstrieren. Ja, wie gesagt, es ist halt London. Es gab auch Länder, da Türkei sind auch sehr viele Menschen in die Millionengrenze. Da sind halt, wie gesagt, Menschen auf die Straße gegangen, die nehmen halt ihr zum Teil
in manchen Ländern sogar schwieriger, wie soll man sagen, umzusetzendes Recht, das wäre ja bei uns offiziell noch gegeben, in Anspruch und machen nicht nur alle paar Jahre ein Kreuzerl, indem sie dann einen Zettel in eine Urne schmeißen und damit offiziell ihre Stimme abgegeben haben, sondern die nehmen halt ihre Aufgabe und ihre Pflicht als Souverän noch wahr. Der Zug ist heute in Österreich abgeschlossen und abgefahren. Deswegen schließe ich auch dieses Video einmal mehr mit dranbleiben, liebe Seher von CryptoTV. Dem restlichen Österreich hätte ich gesagt, also dem restlichen armseligen Österreich, wir bleiben dran. Alkohol und Psychopharmaka. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wer euch da so aller vertritt, ihr braucht nicht nur meinen, dass unser Kanzler und unser Vizekanzler und unsere Verfassungsministerin, die uns, wenn wir ungeimpft sind, aus dem Land haben wollte, und diverse Leute, die Zügel enger spannen wollten und Weihnachten ungemütlich machen wollten, uns traktiert. Nein, das zieht sich bei der ÖVP aktuell bekanntlich bis zu kleinen Bürgermeisterposten. Wer das nicht glaubt, schau's da an, du Arschloch. Und damit hätte ich gesagt, bin ich jetzt raus. Cheerio, Partners. Baba. Dann darfst du jetzt da die Klappe machen und ausmachen. Ah, natürlich nicht vergessen, ganz, genau den hier, viel Liebe für die Mitstreiter, die all die Probleme der Welt wegmeditieren und wegbeten. Das ist der Weg. So, jetzt aber wirklich raus, du Arschloch. Eine kann ich nicht. Nein, komm, Kamil, eine. Sag mir, wo habe ich sie beleidigt? Sag mir. Wo habe ich sie beleidigt? Kamil! Ich schlag dich da, du Arschloch, du. Du bist schon da, bevor du noch was sagen kannst. Aber um das geht es nicht. Wir sind alle Freunde, wir sind alle eine Gemeinschaft. Und du bist nicht. Aber schauen Sie mal, da, warum machen Sie bist das? Du nächste Woche nicht in deinem Haus, du Arschloch, du. Schauen Sie mal, warum. Du kannst halt nicht die große Goschen halten. Du bist nächste Woche nicht mehr in deinem Haus, du Arschloch, du. Du Arschloch, du. Du. Kamil, komm bitte rein. Du hast keine Ahnung. Ich habe Respekt vor Ihnen. Was möchtest du? Du bist nächste Woche nicht mehr in deinem Haus, wenn ich möchte. Aber das ist und du willst mit den Zähnen ausschlagen, du Arschloch, du? Ich hab dir deine Zähne aus, du Scheißer, du. Ich brauch deine Frau nicht. Deine Frau ist super, eine super Frau. Aber das Arschloch, meine Frau bist beleidigt. Du. Das Arschloch bist du. Du hast der Gemeinde nichts, bis heute nichts, du hast versprochen, nichts der Gemeinde bezahlt. Ich hab's eh mit meiner Frau gesagt, die soll das alles. Du Arschloch bist du. Du stellst deine Frau vor irgendwen. Wenn du was haben möchtest, dann machen wir zwei was. Und da hast du keine Zähne mehr. Du Scheißer, du. Du bist ein großes Arschloch. Ja, du redest durch die Kamil, prosim, ist nicht ja, rein. Und mach dir das mit deiner Frau aus. Ja, ich möchte nicht mit dir streiten. Du überlebst das nicht. Du hast keine Chance. Ja. Und du bist in deinem Haus. Kamil, in zwei Wochen nicht mehr, wenn ich möchte. Ja. Ich bitte Sie, dass Sie das Grundstück verlassen jetzt. Ich bitte dich, dass du das verstehst, du Scheiße, du. Ich hab's verstanden. Du hast nicht verstanden. Ich hab's verstanden. Du hast vor einem Jahr, über einem Jahr einen Antrag gestellt auf 1.500 Zahlungen, über 5.000 Euro. Kamil! Opa, Kamil! Schau mal, jetzt gibt's Ruhe, wirklich. Jetzt ist alles aufgenommen. Bitte geh nach Hause. Kamil! Hammerer, geh bitte nach Hause jetzt. Jetzt hast du überschritten deine Grenze. Ist alles auf.